Moin Moin, herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr dabei seid. Let's Play Alice 19 hier von Anders Friesischen Marsch natürlich. Am Mittwoch die erste, wenn wir richtig sind, in der Aufnahme. Und ich glaube, diesmal bin ich richtig in der Aufnahme. Und die Folge kommt heute um 12 Uhr. Also wohl denen, die noch Ferien haben oder was auch immer und das früh gucken können. Als erstes blicken wir mal kurz auf das Verkaufstablett hier, wollte ich gerade sagen, bevor wir wissen. So, 765 Heizkraftwerk. Der passt noch. Und fahr noch einmal kurz zum Heizkraftwerk rüber. Wir klicken noch mal weiter ein bisschen Fahrzeuge durch. Das ist noch so ein Rübenschnitzel-Heini hier, der hier rumsteht, damit er die BGA füllen kann. Dann haben wir gesagt, ab jetzt sind die BGA-Einnahmen unsere. Ne? Also richtig nice. Deswegen sollten wir die eben auch ein bisschen noch bestücken. Und vor allem die ganzen Silageballen sind natürlich auch gefährlich nachher für Seasons, habe ich mir sagen lassen. Also gefährlich in Anführungsstrichen. Wäre jetzt auch ein bisschen das falsche Wort, aber die haben Gärreste dann, ne? Oder Gärzeiten. Ich weiß nicht, ob das für vorhandene Silageballen auch gilt oder nur für neue. Aber anderes Thema, liebe Leute. Am Wochenende über die Farm kommen. Erstmal natürlich auch vielen, vielen Dank. Ein paar Leute habe ich ja persönlich treffen können oder ihr auch mich, aber viele haben auch gesagt, oder viele, ich glaube einige waren auch, nur, ja, schade, dass wir uns nicht getroffen haben. Ja, woran lag es, dass man sich nicht getroffen hat? Wahrscheinlich, ich saß ziemlich lange in dem Kino, FSL, da wo die FSL gespielt worden ist, die Vorrunden, um natürlich da auch ein bisschen zu gucken, was machen die Gegner, wie spielen diese, was machen die so Schönes. Und da ging natürlich echt viel bei der Zeit und man saß da auch echt bequem. Also dieses kleine Kino. Problem war nur, da konnten nicht so viele Leute rein. Das war, glaube ich, für 50 ausgelegt. Ich glaube, bei 65, 70 haben sie dann mal gesagt, okay, danke, reicht. Also da waren doch eine ganze Menge Zuschauer bei der FSL und es hat auch echt Spaß gemacht. Die erste Runde gegen Horsch, wisst ihr ja mittlerweile, haben wir knapp gewonnen. Ich sag mal so grob gesagt, 560 hatten wir und 500 hatten die. Das ist nur 568 oder zu 520 oder irgendwie so um und bei. Ne? Also da war schon ein bisschen Unterschied. Knappes Spiel, auch ne, erst in der letzten Minute entschieden, auf Augenhöhe das Ganze, mit ein bisschen glücklicherem Ende dann für uns. Dann waren wir schon euphorisch dementsprechend, kriegten dann aber echt schon einen schweren Gegner ausgelost und zwar oh, die Landeier. Und die Landeier haben uns dann natürlich abgezogen, wobei wir auch sagen müssen, das war jetzt, die haben gut gespielt, obwohl ja ging. Also auch die haben Fehler gemacht, deswegen, die haben aber gewonnen, einfach weil wir auch viele kleine individuelle Fehler gemacht haben. Unsere Taktik nicht aufging und wir, ich sag mal, vor einem Setup standen. In der FSL werdet ihr jetzt demnächst wahrscheinlich auch mal hier als Video oder Stream dann sehen können. Setup meine ich mit Drescher, Traktoren und so weiter, das kann man dann, wenn ich das, einige von euch werden es kennen, kann man das da dementsprechend nochmal ein bisschen genauer erklären. Aber ja, wir hatten nur zwei Drescher ganz links. An sich nicht komplett das Problem, aber weil man da ja, so noch nie gespielt hatte, dann kommt noch die Nervosität dazu. Man soll es gar nicht denken, ne? Auch wenn ich jetzt sozusagen, ich weiß, bei mir gucken jetzt ein paar Leute rein, 1000, 2000, ich weiß nicht genau, wie viele ihr heute seid, freue mich, dass so viele reingucken. Bin hier nicht nervös und sitze hier nicht zitternd irgendwie, aber da denkst du, Gott, da bist du so nervös, dass ich hatte echt beim ersten Match vergessen, wo die Renntaste ist. Und war schon erstaunt, dass ich überhaupt noch glücklicherweise den Drescher gekriegt habe. Wahrscheinlich haben sie sich einfach auf einen anderen Drescher gestürzt, sonst wäre es wahrscheinlich nichts geworden. Also nicht vergessen, sondern einfach so. Normalerweise hängt der kleine Finger, ihr kennt es, immer auf der Renntaste eigentlich. Und da denkst du so, Gott. Aber wir hatten auch richtig technische Probleme beim ersten Match gegen Horsch. Das war so, wir mussten dreimal spielen. Beim ersten Mal ist es ja immer 3 gegen 3. Startblocke geht los, also hier Spielfeld frei so ungefähr. Und was passiert? Ich und der Hans, ich war ja mit Speedy und Hans in einem Team. Wir haben angetreten, Shelly war dann eher nicht so. Das nächste Mal spielt Shelly vielleicht mit, um mal zu gucken, da, wie das eigentlich ist in so einer Wettkampfsituation. Das ist von außen betrachtet immer ganz leicht, aber wenn man selber spielt, dann doch auch irgendwie schwer. Ja, ne, also da waren auf einmal bei mir und dem Hans Monitore schwarz, mussten wir neu starten und dann ging die Runde 2 los. Wir spielen ja mit dem Ballenanhänger, mit diesem Anderson-Ballenanhänger. Da passen 14 Ballen rauf, die hatte ich alle schön geladen in der zweiten Runde und dann konnte ich nicht abladen. Woran lag das? Ja, das Team vor uns war ein englisches, internationales Team, ich glaube Engländer oder Franzosen, ich weiß es nicht. Und die haben in der Einstellung selbst das alles auf Englisch umgestellt und damit war auch nicht Y und Z, sondern die hatten komplett die Lenkung irgendwie anders auf andere Finger gelegt, wahrscheinlich einfach um halt, ne, sie haben sich vielleicht so trainiert, weil es auch, glaube ich, eine Art, ich glaube, das war glaube ich, auch ein E-Sports-Team, die davor dran waren und dementsprechend, jo, waren die Knöpfe irgendwo anders. Ich habe alles mögliche gedrückt und konnte nicht abladen. Das geht natürlich gar nicht. Ne? Ich kann da nicht stehen mit 14 Ballen am Förderband, die ich vom Anhänger nicht runterkriege. Da habe ich gesagt, nee, so nicht, Leute. Wurde ins Publikum gefragt, ob wir noch eine Runde spielen sollten. Und glücklicherweise waren, glaube ich, im Publikum auch ein paar von euch dabei, die gesagt haben, ja klar, muss nochmal gespielt werden, das geht so nicht.
Das war aber auch echt so. Es wäre echt fies gewesen. Es wären, also dann hätten wir auch nicht weiter, hätten wir auch nicht weitergespielt, glaube ich. Weil das wäre Quatsch. Das sieht Horsch bestimmt auch genauso. Also es wäre bei denen nicht anders gewesen, wenn sie mit Ballenanhänger oder mit einer Ballenpresse fahren. Die fahren mit der Ballenpresse hin zum Förderband, wollen abkippen und können einfach nicht abkippen. Denken sich, ja schön, hole ich mir eine andere Ballenpresse. Aber allein das sind nachher so Sachen, das geht einfach nicht. Das muss funktionieren. Das ist richtig E-Sports, das soll professionell sein und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es funktioniert. Aber das Team ist, Ding ist halt, viele Teams. Das eine Team spielt so, das andere Team so und ja. Aber trotzdem haben wir uns nachher dann glücklicherweise durchgesetzt und sind eine Runde weitergekommen. Dann, ja, eigentlich hätten wir am liebsten direkt Samstagnachmittag nochmal gespielt, aber es ging dann erst Sonntagmorgen um 9 Uhr hatten wir das erste Spiel. Also mussten sehr, sehr zeitig dann da sein, beeilen und so weiter und dann gingen die Landeier. Und die hatten einfach einen besseren Start. Das haben wir verschlafen. Das war nicht so schnell bei uns alles. Ich glaube, wir standen, also zu dritt waren wir und die, ich sag mal, einen haben wir gekriegt, zwei haben wir nicht gekriegt und dann musste man sich schon umorientieren, hat irgendwelche verwirrten Aktionen gemacht und ja, schon war die Zeit weg, wir waren viel zu spät im Feld am Dreschen und dementsprechend fehlten uns nachher hinter uns hintenrum die Zeit. Ich glaube, wir hatten nur 480 Punkte und die 560 so circa, 580, 570, 560, ich weiß es nicht genau, das Ergebnis. Shelly hat ein bisschen was aufgenommen. Wir werden dann in den nächsten Tagen versuchen, noch einen kleinen Zusammenschnitt von der Farmcom hier dann euch zeigen zu können. Auch Ausschnitte dann aus den einzelnen Spielen vielleicht mit einzuspielen. Müssen wir mal gucken, wie wir es zeitlich jetzt unterkriegen. Aber schon der Plan, dass eigentlich spätestens am Wochenende da so ein kleines, ja, kleines Zusammenschnittvideo nochmal kommt. Ansonsten haben wir da kennengelernt, persönlich kannten wir sonst sowieso schon den Friesenjungen, haben wir den gesehen. Mario Hirschfeld, ne? Mario Hirschfeld, Mario, ich weiß nicht, Spitzname. Mario, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch ein, ja, netter Kollege, der demnächst noch ein Tutorial machen will auf seinem Kanal. Sprich Produktion mit Global Company, wie man es umschreibt. Aber keine Sorge, Leute, da müsst ihr euch nicht zu sehr reinfuchsen, denn die Produktion hier, sofern nachher möglich und sinnvoll, werde ich natürlich dann auch auf Global Company umschreiben, wenn es dann soweit ist. Ja, und dann FSL, wie gesagt, waren wir natürlich ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht so gut gespielt haben. Aber war auch das Gute, dass wir Sonntag dann zeitig los konnten, weil ansonsten, ihr wisst ja von uns, sind das einfach auch mal 600, 500, ja, hoch, ja, irgendwas mit knapp 500, also 400, irgendwas zwischen 400 und 500 Kilometer ganzen Sonntag unterwegs gewesen und man war nachher natürlich auch froh, dass man dann Sonntag zeitig zu Hause war. Wir haben uns aber Livestream, blöderweise mit relativ wenig Akkuleistung und kein Aufladekabel im Auto, typischerweise, ne, es ist typisch, wenn man sowas macht. Trotzdem noch über den Stream immer mal die letzten Minuten von den einzelnen Games angehört oder die ersten Minuten. Natürlich nochmal mega krass, wie die Jungs von Trelleborg Vollgas geben mit ihren, ja, diese Flachwitz, ne? Trelleborg-Reifen. Die müssen schnell sein. Aber war auch so, ne? Also die haben echt geliefert. Und haben einfach mal einen der einen der Favoriten aus dem Turnier gerusht. Rushen heißt einfach nur, man ist mega schnell und sichert alle vier Drescher zum Beispiel, bevor der Gegner eine Chance hat, sich alle vier Drescher zu sichern. Bäcker, Hafen, ja. Haben wir nicht schon Zuckerfabrik zum Bäcker? Aber doch. Schmeißen wir den noch erstmal raus. Nehmen den zum Bäcker. Sagen natürlich das Ganze mit Zucker. Ja, deswegen, wie gesagt, war es nicht so leicht, mich zu erwischen. Die 3, 4, 5 Leute haben es geschafft, haben ein Autogramm gekriegt. Noch eine nette Dame sozusagen hat ein Foto von mir haben wollen, auch cool. Also, ne, fühlt man sich auch mal gleich geehrt. Sehr nett. Aber wie gesagt, ich war dann nicht so leicht zu treffen, weil ich viel in diesem FSL-Raum war. Ja, warte mal, mach mal. Was ist er denn jetzt? Warum will er jetzt einfach losfahren? So geht's ja nicht. Ja, ich wollte ja die 1,5 Millionen heute voll machen und das schaffen wir natürlich eher, wenn wir jetzt auch noch ein bisschen Zucker wegfahren. Das ist klar. Wahrscheinlich waren wir einfach schon ein kleines Stück zu weit vorne. Ja, aber sonst Farmcom Hasewinkel, natürlich auch echt cool, dieses Glaswerk. Allein wie groß das ist, ne? Wie viele Geräte da rumstehen. Hätte Mähdrescher in den ein Glas Jaguar, da konnte man auch einsteigen. Ein Xerion 5000er, den hatten wir ja schon bei Horsch letztes Jahr gesehen und das war natürlich auch so lustig, ne? Ich sag mal, letztes Jahr waren wir bei Horsch auf der Farmcom, dieses Jahr haben wir gegen Horsch gespielt auf der Farmcom. Und mal schauen. Wir sind natürlich jetzt am Überlegen, auch am Online-Turnier teilzunehmen. Die Entscheidung müsste auch ziemlich ungefähr heute fallen oder gefallen sein schon.
dass wir uns da trotzdem noch mal rantrauen, weil ganz so kann man sich eigentlich nicht auf sich sitzen lassen. Wir haben nicht in einem von der beiden Spielen ansatzweise das abgerufen und die Leistung gezeigt, die wir in den Trainings bisher geschafft haben. Das ist immer so ein bisschen schade, aber ja, manchmal trainiert man und dann kommt es anders so ungefähr. Aber ich sag mal, die Jungs von Grimme, falls einer zuhört, die können es bestätigen, dass im Training wir auf jeden Fall ein härterer Gegner waren als da in der zweiten Runde gegen die Landeier. Aber die Landeier darf man nicht unterschätzen, die sind ins Halbfinale gekommen. Ne? Die haben in der nächsten Runde noch ein Team aus, die Burning Gamers, genau. Die haben, glaube ich, im Viertelfinale gegen die Burning Gamers gewonnen und die sozusagen aus dem Turnier gefegt. Und auch eine knappe Geschichte, meine ich. Auch die Jungs haben wir natürlich auch kennengelernt dort, das Team vom Werner. Auch sehr cool, nette Jungs. Jung, gemischtes Team, ne? Ein etwas älterer, zwei Junge dabei. Sowieso fiel jetzt auf, dass bei der Farm kommen, bei der FSL relativ junge Teams auch sehr, sehr weit kommen. Vielleicht ist man doch schon irgendwie ein Stück zu alt dafür, wer weiß. Ne, dass die letzte Reaktion, die letzte Sekunde da einfach nicht mehr da ist, wobei, ja, ich habe auch Lob gekriegt für meine Ballenstapelkünste, also das sah wohl nicht so schlecht aus. Dementsprechend, ja, macht das natürlich schon ein bisschen Hoffnung auf mehr. Was haben wir mit den ganzen hier gemacht? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Und der ist immer, ach, den muss man immer mal rausfischen und wieder selber dann regeln, ne? Oder einfach einen kleinen Traktor mit Anhänger dazwischen fahren lassen, was vielleicht ein bisschen sinniger wäre. Ja, und so waren die Farmcom 2019. Wie gesagt, jetzt habt ihr das so in den LS-Videos alle schon gehört. Und ich werde trotzdem, wie gesagt, noch einen kleinen Zusammenschnitt machen mit ein paar kleinen Szenen aus dem FSL-Video. Muss mal gucken, was ich da so zeigen kann. Kommt darauf an, wie Shelly das aufgenommen hat. Das müssen wir mal gucken. Das wird vielleicht nicht die ganz hervorragende Qualität sein, aber da sind wir eben auch nicht so die Experten, was das angeht. Ne? Dieses Vlogs oder keine Ahnung was, können wir noch nicht. Vielleicht können wir es irgendwann, oder? Aber aktuell nicht. Ja, dann saßen wir noch abends am Samstagabend mit, wie gesagt, ich saß an der Ecke Burning Gamers, dem Werner und dem Ansgar Nordrhein TV Play und dem. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Boxe, genau, und der auch von Werner dementsprechend. Ja, in so einem Biergarten. Brauhaus war das, ne? Ja, genau. Also da konnte man gut essen, konnte man ein Bierchen trinken und es war echt eine große Runde nachher. Da saßen bestimmt 20, 25 Leute von ja, YouTubern oder Modder. Auch der von Schwatzing, glaube ich, war auch dabei, ne? Der saß bei Shelly. Ne? Shelly saß nämlich nachher in der anderen Ecke. Und dementsprechend. Ja, hat man da ein paar Leute kennengelernt, mal nette Schnacks gehabt und das macht sowas ja auch immer aus, finde ich. So ein bisschen dieses ja, familiäre Schnacken, jetzt nichts Oberflächliches so nach dem Motto, sondern wirklich doch auch ein paar tiefgründige Gespräche. Natürlich auch mal so ein bisschen was angerissen, was so in der Szene los ist, was auf YouTube ist oder was nicht und was läuft und was nicht läuft. Das ist dann natürlich auch ganz gang und gäbe, aber man merkt schon, ne, das sind halt ist ein Schnack, den man sonst so im Privaten hier um und bei eigentlich nicht hat, weil ja, das sind nun mal nicht im Zweifel die Leute, die sich damit auskennen. Wenn ich jetzt allein an meine Familie denke, wenn man denen immer erzählt, was man hier macht, die haben gar keine Ahnung davon. Und ja, da ist immer ganz cool natürlich, da hat man dann Leute, die dieselbe Sprache sprechen. Einfach mal so pauschal gesagt. Ja, und deswegen, das macht eben auch Spaß, solche Leute da zu treffen. Und das war auch nicht geplant, also eigentlich gab es auch noch so eine andere Veranstaltung, aber die war wohl nicht ganz so gut. Und dementsprechend waren die dann zufällig auch in dem gleichen Biergarten wie wir. Und ja, dann saß man da noch, ich glaube bis 10:30, also auch nicht ewig lange. Ganz entspannt eigentlich, weil wir ja, wie gesagt, morgens um 9 schon wieder los sollten. Und Burning Gamers, der war auch fertig, der hatte ja eine mega krasse Anreise auch mit Flug und Umsteigen und so weiter und so fort. Das war ja mit Sicherheit auch kein Fun. Und schlaucht dann auch und erstmal von so einem Tag, was ja auch noch 35 Grad warm war, dann ist man auch echt durch, ne? Das ist ganz normal. Jetzt weiß ich wieder, was er hier macht, oder? Ich weiß gar nicht, warum macht er das hier? Hat mir den nicht. Mal den blockieren. Wir blockieren nämlich damit eigentlich aktuell nur den einen hier. Da können wir nochmal ein bisschen Mist. Was Mist eigentlich jetzt ins hier? Hofsilo geschmissen? Vor lauter Erzählerei, liebe Leute. Möglich ist es. Möglich ist es. Ich hoffe, dass mit den Kanalmitgliedern hat sich jetzt geklärt. Wir werden natürlich immer nachsehen, dass wir zeitnah die auf der Karte aktuell, auf der Homepage aktualisieren, damit es nicht weiter zu Doppelbelegungen kommt. Doppelwünschen, aber jetzt, ich würde jetzt auch nicht an eine Hütte zwei Namensschilder machen. Ne? Das ist irgendwie auch nicht cool, deswegen. Ja, sorry für diejenigen, die zu spät waren. Das hatten wir gestern in der Folge. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das nicht zu übel nimmt und ja, dann wird das schon.
hoffe auch, dass ich euch in der nächsten Aufnahme schon ein bisschen mehr zu Seasons erzählen kann. Und vielleicht gibt es ja auch schon jemanden, der in die Kommentare reingeschrieben hat. Jo, ich habe das selbst gelesen. Es gibt ja so ein Tutorial. Hab das eingetragen und bei mir läuft alles gut. Wär cool. Also kann man sich gerne da irgendwie zusammenschließen. Kurz schließen und schauen, warum, wieso, weshalb ich zu blöd bin, das richtig einzutragen. Manchmal ist es dann aber auch okay. Lass es einfach an dem Tag sein. Mach es am nächsten Tag nochmal und zack, oh, funktioniert. Alles schon vorgekommen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kennt bestimmt auch der ein oder andere von euch. Ja, haben wir noch irgendwas Schönes zu ver... Oh, das ist schon der Rest sogar. Das glaube ich gar nicht. Der fährt nur da... Ach, guck mal, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Zuckerfabrik zur Bäckerei. Auffüllen bis 100% eigentlich. Der hält aber nicht. Der heizt einfach durch. Wahrscheinlich sind die Punkte halt zu schräg nebeneinander, ne? 1,4 Millionen, liebe Leute. Da könnt ihr gerne bald schon mal Vorschläge reinhämmern. Was wollen wir denn alles kaufen? Hier solche Felder hier oben auch mal ein ganzes Stück. Da können wir fast gleich alle drei Felder kaufen. Aber wir hatten natürlich auch gesagt, dass wir noch einen starken Traktor uns gönnen. Vielleicht eine weitere Horsch-Seemaschine. Ich weiß es nicht. Ich hoffe auch, ich weiß ja nicht. Die Jungs von Horsch, wir haben es ja gemerkt im Spiel, die waren auch echt gut, ne? Hatten wir wahrscheinlich genauso wie wir am Sonntagmorgen kein Glück. Irgendwas geht schief, man steht vor verschlossener Tür oder keine Ahnung was. Wir haben uns so gut beobachtet, ich hörte das ja später und die wussten eigentlich exakt zu jeder Sekunde genau Bescheid, was wir machen. So gefühlt hatten uns echt richtig gut im Blick. Und ich denke schon, dass man von Horsch in den nächsten Turnieren auch definitiv noch mehr erwarten kann. Aber ich hoffe auch, dass wenn wir da, wie gesagt, bei den nächsten Turnieren auch teilnehmen, dass auch von uns die Leistung dort einfach besser abgerufen wird und ja, man auch Fahrzeuge ankoppeln kann, die man ankoppeln will oder auch den Drescher kriegt, den man haben will und nicht vor einer roten Plattform steht. Dann ist man tatsächlich 2-3 Sekunden zu spät, zu langsam, wenn das gegnerische Team so weit voran ist. Und ja, dann muss halt die Taktik dann noch ein bisschen angepasst werden. Aber das werden wir sehen. Die Schlüsse ziehen wir davon ja und haben wir dann auch. Wilde Diskussion. Aber ich sagte auch so schön, man gewinnt als Team, man verliert als Team. Und das ist halt so. So, gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, kommen wir aber schon wieder zum Ende der ersten Folge von heute. Gibt ja heute noch eine weitere. Und ja, dann werden wir weiter Geld machen. Der hatte nämlich hier Dünger verkauft, wenn wir ein, deswegen war er wieder zurück. So, noch ein bisschen Mist in den... Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viel hier reinkriegen. Weil übermäßig groß habe ich die Kapazität hier nicht gestellt, aber es passt, ne, passt noch. Wir können auch noch eine Ladung Dünger dann verkaufen. Dann haben wir die 1,5 Millionen auf jeden Fall safe. Und ja, von daher, wenn es euch ein bisschen Spaß macht, lasst gerne ein Like da. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis wieder und tschüss.